Ja, du Freunde von Anno 2205. Gleich zu Anfang, mir ist ein kleines Malheur passiert. Hatte zwei Folgen aufgenommen und leider auf den verkehrten Knopf gedrückt. Sprich, hab einfach mal das Rohmaterial vom Video gelöscht. Ja, und find's auch gar nicht mehr wieder. Ich habe keine Ahnung, wo das geblieben ist. Ja, Endeffekt, kurze Zusammenfassung. Wir hatten ja in der letzten Folge, die ihr gesehen habt, hier Grünflutarchipel erworben. Abgesehen von irgendwelchen Kleinigkeiten, die wir gemacht haben. Ich glaube, hier haben wir beim Sektorenprojekt sind wir einen Schritt weitergekommen. Und wir gehen mal hier rauf. Hier ist das meiste passiert. Wir haben viele Routen, haben wir mittlerweile neue Transferrouten haben wir hier konstruiert, gebaut, errichtet. Haben hier angefangen, die erste Siedlung zu bauen und wollen natürlich mit dem Material, ob das nur Luxuskost ist, Biokost, was auch immer, hier nicht allzu großartig unsere Zeit verbringen. Sprich, wir holen das uns von Kap Anbar und vom Walbruchbecken. Per Routen. Ja, das Einzige, was wir haben hier gebaut, die für diese Biopolymere haben wir nur die Produktion gebaut, damit wir hier überhaupt anfangen können zu bauen und hier ein normaler Bestand kommt. An. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Genau. So, ansonsten hatten wir, die erste Sache ist gewesen, wir sollten hier einmal diesen wunderschönen, die versiegelte Zentraleinheit einmal anwählen in der ersten Aufgabe. Und als zweites, man sieht die schönen Kabels hier, sollten wir so einen schönen stillgelegten Reaktor anwählen. Das haben wir gemacht. Die nächsten Aufgaben sind ersten Reaktor aktivieren und den zweiten Reaktor aktivieren. Sprich, wir brauchen dafür, um das zu machen, 100.000 Investoren und 50 Einheiten seltene Erden. Gut, die seltenen Erden können wir uns irgendwann mal, beziehungsweise die können wir noch nicht vom Mond schicken lassen, weil wir können uns zwar von der Arktis oder von den anderen Gebieten wie Kap Anbar und Walbruchbecken hier was hinschicken lassen, aber wir haben eben noch keinen Raumhafen, sondern bloß den ganz normalen Lift. So, wie weit sind wir hier? Und damit wir den zum Raumhafen ausbauen können, brauchen wir hier unter anderem Fusionsenergiezellen. Weiß gar nicht, wie wir die herbekommen sollen. Weil die kommen doch eigentlich vom. Von. Vom Mond, jetzt habe ich es. Nein, wie gesagt, hier sind wir in dem Sinne etwas Nein, weitergekommen. ich sehe. Sind schon bei den Das habe ich ehrlich Administratoren gesagt nicht erwartet. und werden uns in dem Teil erstmal darum kümmern, dass wir hier unseren Raumhafen weiter ausbauen können. Sprich Fusionsenergiezellen. Und dann sehen wir weiter. Achso, ja, wir haben auch unter anderem noch drei Anteile insgesamt gekauft. Einen von Saemann und zwei von Cassian Industries. Den von Saemann haben wir selbst einen Auftrag gegeben, eine Auktion gestartet und zwei Stück haben wir von Cassian bekommen durch eine automatische Auktion. Gut. Transferroute, mal gucken, ob wir das überhaupt machen können. Fusionsenergiezellen, ob wir uns die überhaupt rüberschicken können. Aber ich glaube, doch, es klappt. Warum klappt das? Andere Sachen haben nicht geklappt. Oder es war vielleicht gewesen. Ah, kann natürlich gewesen sein, weil ich da den Raumhafen eine Stufe weiter ausgebaut habe. Ja, wir könnten zwar die Route auswählen, aber wir haben ja keinen Überschuss im Iwamoto-Krater. Iwamoto-Krater, das heißt, wir brechen die Sache mal ab. Gehen mal hin zu Beachten unserem. Sie, dass die Auktion eigener Firmenanteile begonnen hat. Das brechen wir mal schleunigst ab. Flupp. Gehen mal hier auf den Mond und werden uns von da aus mal ein paar von diesen Fusionsenergie-Zellen hinbasteln. Die sind. Ach, hier sind sie. So, ein weiteres Modul. Passt hier noch ein Modul eigentlich hin? Nein, passt natürlich nicht hin. Jetzt könnte ich hier verschieben wie wild. Ja, gucken wir mal, ob das vielleicht reicht. Ja, ein Modul können wir noch hinpacken. Das war es dann aber auch gewesen, ne? 10 Stück reicht auf jeden Fall aus, um das nach unten zu liefern, weil wir brauchen ja bloß für den Ausbau des Raumhafens. Und wir brauchen noch Helium. Wo haben wir denn Helium? Heliumproduktion ist hier. Hier können wir da bestimmt noch eine Produktionssache hinpacken. Minus 6 plus 8, hervorragend. Sprich, davon haben wir auch genug.
So. Was wir noch brauchen, war gewesen seltene Erden. Die brauchen wir unter anderem auch noch. Das heißt, wir werden auch da mal eine Stufe weiter ausbauen. Oh, da haben wir hier drüben einmal so ein... Nein, Bergbauplatz ist übertrieben. Ein Erdbauplatz. So, 17 Stück. Das heißt, von denen haben wir auch genug da. Ansonsten ist die Versorgung hier auf dem Mond hervorragend. Wie gesagt, hier oben hatten wir auch ein Sektorenprojekt war gewesen mit dieser Anzahl von zum Erfolg ist hier Offiziere, genau. Sollten wir zusammen 20 Minuten halten. Konnten wir machen. Wir gucken mal, was wir noch haben. Beladen Sie Ihr Fahrzeug mit 60 Superkühler aus dem Raumhafen. Liefern Sie die Fracht zu Meteorbergwerk. Gehen wir doch mal hier hin. Sind unterwegs. Und werden wir ein bisschen schneller machen. Wo ist denn unser Autoschen? Kommt gleich. Ja, wie gesagt, tut mir leider leid, dass zwei Folgen. Superkühler gibt's null. Super. Tut mir leid, dass zwei Folgen, wie gesagt, versaut sind. Bin manchmal etwas zu schnell mit der Entferntaste. Gut, also, wir müssen seltene Erden und Fusionsenergiezellen runter zur grünen Flutarchipel. Und wir müssen Superkühler. Müssen wir zum Mond bringen. Superkühler. Da haben wir plus 3. Und hier haben wir 0. Plus 6. Da wir hier nicht mehr brauchen, würde ich mal sagen, wir schicken die von... Hey, halt, stopp. Wir gucken mal kurz an. Ja, wir gucken mal kurz eine Route. Routenübersicht. Superkühler. Den können wir etwas verringern. Na? Zwei Stück sollten reichen. Transferoptionen werden aktualisiert. Und dann werden wir eine neue Route von... Achso, Entschuldigung. Superkühler von hier zum Mond. Bestimmt nicht 7 Stück. 3 Stück. Dann ist es gut. Transferroute nimmt Betrieb auf. Das ist viel besser. Unser Anteil von Ibera Fox, den wollen wir auch nicht verkaufen, sprich wir kloppen das Ding auch weg. So, dann brauchen wir eine... mit vier Routen haben wir überhaupt hier? Von dem Eumel. Entschuldigung, kurz gegen das Gitter geschlagen. Wir brauchen eine neue Route. Und zwar vom Mond brauchen wir Fusionsenergiezellen. Von da nach da. Aber keine 10 Stück. Ups, falsche Richtung. 2 Stück reichen vollkommen aus. Transferroute nimmt Betrieb auf. Genau, und wir brauchen weiterhin die seltenen Erden. Von da nach da. Plus 7, ja okay, können wir jetzt mal so machen. Transferroute registriert. Und hier haben wir noch Biokost. Müssen wir mal gucken. Grünflutarchipel, Biokost. Da liegen wir hier bei minus 6. Das heißt, können wir auch anpassen. Durch den Ausbau ist natürlich, sag mal, dass man nach und nach immer mehr braucht. Parami-Shuttle kommt planmäßig an. Das ist schön. Und wir brauchen noch die bionischen Erweiterungen. Achso, die hatten wir noch von vornherein noch gar nicht gehabt. Das heißt, wir brauchen eine neue Transferroute vom Mond. Bionische Erweiterung von da nach da. Und zwar... Na, machen wir 3 Stück. Bestätigen. Transferroute registriert. So, jetzt haben wir alles wunderbar. Das heißt, wir gehen mal zurück zu unserem Grünflutarchipel und werden mal gucken, ob die Versorgung so weit hinhaut. Ja, anscheinend werden jetzt die nächsten... Wird in Zukunft wahrscheinlich, dass es überwiegend aussieht, dass man immer sehr viel hin und her springt, Routen anpasst und so weiter. Ich schätze mal, das wird das Überwiegende sein. Upsala. So. Sie stehen hier in der Verantwortung. Oh, wir haben die ersten Investoren. Das ist schön. Ich muss mal kurz gucken, ob er zählt. Investoren, hier steht immer noch Müll. Oh, die seltenen Ehren haben wir jetzt. Die Welt wartet nicht darauf, dass du sie veränderst. Triff deine Wahl und bewirke etwas damit. Aber wir können das Gebiet beanspruchen, das heißt, wir werden hier der mal auch mal. Der Papierkram ist erledigt. Sie gehört Ihnen.
Wir müssen die Insel ja auf jeden Fall auch erstmal zu unserer machen, damit wir überhaupt hier weitermachen können. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Zu wenig Androiden, zu wenig Quantencomputer und zu wenig Replikatoren. Achtung! Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Das ist schön. So, was haben wir denn überhaupt? Etwas langweilig hier, meinen Sie nicht? Dadurch, dass wir die Investoren hier haben und wir brauchen ja nur die Investoren. Ach, hier werden nur Arbeiter gebraucht. Ach so. Ach, je nachdem, auf einer anderen Insel wird auch andere Sachen gebraucht. Ah. Also hier werden die Investoren gebraucht. Und hier... falsch. Und hier werden die Arbeiter gebraucht, die wir ja schon haben. Generator lauffähig. Startsequenz initiiert. Aha, oh. Und hier läuft was. Und hier, oh, was ist denn das? Hier läuft Strom oder sowas? Was passiert hier drin irgendwas? Hier drinne funktioniert leider gar nichts. Oder passiert nichts, sag mal so. Gut, das heißt, wir müssen also nach und nach alle... Ich nenne es mal Dinger, hier aktivieren. Investor 0. Angestellte auf dieser Insel. Ach du Schande. Wer lesen kann, ist Kramfrau. Das heißt, ich muss hier dafür sorgen, dass hier genug sind. Das ist ja schön. Ich werde mal diese automatische Beförderung mal ausmachen erstmal. So. Okay. Ja. Also wie gesagt, abgesehen davon, dass die beiden Folgen davor versaut sind, habe ich anscheinend auch durch das Nichtlesen mich selber noch ein bisschen hier ins Aus manövriert. Gut, das heißt also, ersten Reaktor haben wir aktiviert, zweiten Reaktor, den wir aber 100.000 Angestellte haben, ist nun nicht gerade einfach. Was haben wir denn, Reaktoren. Der braucht 2500 Manager. Die kommen ja nach den Investoren, oder? Nein, sogar vorher. Das heißt, es ist ja sogar einfacher, hier Manager zu erzeugen. Okay. 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 Gefällt mir besser eigentlich hier. Ich möchte gerne den reaktivieren. Gut, dann machen wir erstmal die Karte. Bestätigt. Lass wir unser Schiffchen mal hierher fahren. Weil ich glaube, die Manager hinzubekommen ist wahrscheinlich einfacher als 100.000 Angestellte. Gebiet beanspruchen können wir auch. Der Papierkram ist erledigt. Sie gehört Ihnen. Gut, ich würde sagen, nachdem wir die erste Insel da hinten haben. Die ist da hinten. Nee, da ist sie. Hier ist unsere erste Insel. Wie sieht es eigentlich hier aus? Können wir, oh, da ich das Fusionsenergiezellen haben, 26 haben wir sie, können wir hier auch ausbauen. Wunderbar. Raumhafen-Upgrade eingeleitet. Ach, der orbitale Raumhafen. Entschuldigung, der orbitale. Gut. So. Hier waren die Investoren. Und hier kommen jetzt die Manager. Ist aber wahrscheinlich auch nicht mal so einfach, hier so viele Manager unterzubekommen. Gucken wir doch mal. Wir machen erstmal eine Straße. Das ist wirklich nicht gerade einfach. Wir fangen mal hier am Rand an. So. Machen wir mal so. 1, 2, 3. Und hier können wir nicht so viel weitermachen. Weiß jetzt nicht, ob das so gut war, was ich gemacht habe, aber lassen wir es mal so stehen. Gut. Infozentrum wird auf jeden Fall gebraucht hier. Das heißt, wir packen hier mal ein Infozentrum, beziehungsweise da werden wir vorher noch ein... Nein, werden wir nicht. Ein Infozentrum bitte. Dankeschön. Und zwei kleine. Hustekuchen, hier passt gerade mal eins hin. Machen wir eins hin. Achso, und hier kommt noch ein großer. So.
Gut. Dann machen wir jetzt mal Aufstieg. Es ist nicht die für eine Firma zu. Kann man die nicht alle markieren und dann alle aufsteigen? Nein, kann man nicht. Entschuldigung, Sie sind wahrscheinlich höheren Komfort gewohnt. Aufsteigen. Wie kann man die denn... Haben Sie Arbeit für mich? Wenn man die alle markiert? Und jetzt möchte ich, dass sie alle aufsteigen. Eine Ablenkung weniger. Gut. Ein Anteil von einer unserer Anteile an Zähmann wollen wir auch nicht. Also, wie ist die Lage? Achso, mehr könnte ich aufsteigen. Ah. Gut. Wir brauchen nachher auch für die Administratoren brauchen wir auf jeden Fall auch noch hier Sicherheitssache. Würde ich sagen. Das ist hier gerade ein bisschen mucksig. Den packen wir mal hier ran. So, dann machen wir noch eine Straße. Und zwar dahin. Dann werden wir hier runter gehen. Stelle ich mir gerade nicht so einfach vor hier. Ey, hier kommt man ja gar nicht weiter. Da ist er hin, Mist. Das ist wirklich nicht einfach hier. So, machen wir den da hin. Eine Straße. Hier können wir keine hinbauen. Können wir leider auch bloß einen einzelnen hinbauen. Das ist ja ein Mist hier. Na, ob wir das hinbekommen? Man wird sehen. So, hier haben wir ein paar. Gucken wir, ob wir hier noch was hinbekommen. Es ist nicht gerade einfach, muss ich sagen. Ich habe mir doch hier weitlich einfacher vorgestellt. So, den ziehen wir nach oben. Einen nach da. So. Wieder zwei nach da. Mühselig, mühselig, mühselig. So. Also den ziehen wir nach dahin, dann ziehen wir den hier runter. Den ziehen wir nach da. Gucken wir mal, ob wir hier noch die Kleinen hinpacken können. Ja, hier können wir noch Kleine hinpacken, das ist sehr schön. Den Großen kriegen wir hier nicht mehr hin, wa? Nein, da ist auch alles mit Kleinen. Space Shuttle dockt an. Das ist schön für das Space Shuttle. Gebiet gesperrt steht da, warum das denn? Achso, wegen dem... Ich glaube, ich habe hier einen zu viel gemacht. Das dürfte ein Problem werden hier. Das heißt, ich muss hier noch eine Straße bauen. Und dann mit Klein weitermachen. Kriegt hier noch eine Straße hin? Ja. Sehr gut. Und hier können wir auch große hinmachen. Na, zumindest nicht so viel, aber wenigstens zwei. Dann kommt noch kleiner hin. Hier kommt gar keiner mehr hin. Da kommt noch einer hin. Na, hier passt noch einer hin. Und das war's, würde ich sagen, mit der Insel. Mehr passt beim besten Willen nicht hin. So, das heißt, ich muss jetzt alle nach und nach aufsteigen lassen. Hier passen das zwar welche hin, aber ich komme nicht mehr hin mit der Straße. Mal gucken, wie ich das jetzt so mache. Ja, einer passt noch. Hier passt auch noch einer. Jeden kleinsten Raum beanspruchen. Und hier passt noch einer. Ah ja. Wir können ja erstmal die Großen alle aufsteigen lassen.
Obwohl vielleicht sogar nicht so schlecht, dass wir auf der anderen Insel das halt gemacht haben. Sonst kriegen wir gar nicht die Genehmigung, hier aufsteigen zu dürfen. Von daher ist es ja gar nicht mal so verkehrt. Ich klicke mal hier so ganz freiwillig ruf. Raumhafenerweiterung genehmigt. Das ist schön. Okay, mehr dürfen noch nicht aufsteigen, so wie es aussieht. Doch. Die dürfen. Auch komisch. Manche dürfen nicht. Wer blickt da schon durch? Verstehe momentan noch nicht so ganz, wie. Einfluss erreicht neue Stufe. Aha. Ach, es fehlen Superlegierungen. Gut, das heißt, wir müssen erstmal warten, bis hier noch Superlegierungen kommen, damit wir aussteigen können. Ich habe letztens einen Bonus erhalten, also. Dann haben wir auch die Manager hier. Das ist schön. Zählt der schon den Manager? Oh, das sieht doch gut aus. Ich glaube, das erreichen wir ohne Probleme. Sehr, sehr schön. So, dann gehen wir mal zurück zu unserem Raumhafen. Der scheint auch soweit zu sein, dass er geupdatet werden kann. Hervorragend. So, somit ist unser orbitaler Raumhafen auch fertig. Ich weiß noch nicht hundertprozentig, wie es aussieht mit mit diesen Space Shuttles, ob wir hier welche bauen, aber oh, wir brauchen auf jeden Fall noch viele Superlegierungen, wir brauchen viele Bauworts, bevor wir hier so eine. Ach nee, Quatsch, ist ja Firmenhauptquartier. Das brauchen wir, wa? Dieses. Bilden Sie Astronauten aus, stimmt. Das müssen wir hier irgendwo hinpacken. Aber wo? Gebiet gesperrt. Ah, Gebiet frei, Gebiet gesperrt. Ich glaube, das werden wir mal hier hinpacken. Ja, machen wir auch. Ups. Ist zumindest sind da. Oh, 32% nur. Weil wir rundherum keine Leute haben. Das ist ein Mist wieder. Gut, das heißt, wir müssen etwas umziehen lassen hier. Idealerweise liegt ja komischerweise dieses Ausbildungszentrum genau irgendwo in der Mitte, nur dann erreicht er die volle Leistung. Wieso auch immer, aber ist nun mal so. Können wir hier noch kleine bauen? Nein, natürlich nicht. Wäre ja auch ein Unding. So, machen wir mal eine große Fläche hier hin, dann ist das gut. Sehe auch gerade, habe ich auch wunderbar geschafft, dass ich noch nicht mal das so hinbekommen habe. Übereinander laufen, aber na gut, darüber soll's. Ich hoffe, es funktioniert trotz alledem. Machen wir dazu den vierten. 31%? Warum nur 31? Erhöhen Sie die Effektivität des Gebäudes, indem Sie mehr Angestellte in der Nähe ansiedeln. Da sind doch schon offenweise. Was will er denn noch? Wir bauen mal hier noch ein paar Leute von heute. Machen wir mal so. Eine kleine Ecke. So, ziehen wir nach da oben. Packen wir hier noch kleine hin. Soll ja auch alles hübsch aussehen. So. Gut, wir gucken mal kurz. Wie viel wir hier haben? Wo ist jetzt unsere Insel? 1900 auf was, okay. Das heißt, wir müssen hier wieder ein paar Leute aufsteigen lassen. Also, das ist eine. Administratoren. Und die kleinen Gebäude natürlich auch hübsch aussehen, wenn wir aufsteigen. Hab nicht erwartet, dass jemand vom Himmel. Wir lassen mal hier unten erstmal alle aufsteigen, genau. Sie rocken heftig. Na, aber sowas von. Administratoren. Momentan geht's noch nicht. Arbeiter können aufsteigen lassen. Das ist schön. Manager. Gleich haben wir die Zahl erreicht.
Wunderbar. Reaktivieren. Kerneinheit wird aktiviert. Stabiler Ertrag bei 33%. Weiteres Eingreifen nötig. Dritten und vierten Reaktor aktivieren. Okay, jetzt kommen nach und nach von allen Inseln hier. Heißt, wir aktivieren hier einen Reaktor nach dem anderen. Oh, jetzt dreht sich schon was mittlerweile. Ihnen passiert noch gar nichts. Jetzt dreht sich schon was. Wunderbar. Okay, mit diesem wunderschönen Bild soll es erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Ich hoffe, dass es euch... Das heißt nicht, also der stört ist bescheuert. Nur stört es, weil wir keine fortlaufenden Folgen haben. Aber wie gesagt, es tut mir leid. Bis dann, zum nächsten Mal. Tschüss.